Also ich bin Stefan von Mittelaltergruppe Terra Rubea. Ich mache noch eine kleine Erklärung, wie am Mittelalter gefiert gehen ist. Für uns fängt man viel, wir brauchen selbstverständlich den Stoff. Das sind dann die reichen Materialien, die wir dürfen hängen haben. Dann wird der Stoff präpariert, für die Farbe abzuholen. Das ist in der Zeit mit Urin gemacht gehen. Meine Jungen. Respektiv mit Hinger oder Filischers Dung. Danach haben sie allein stehen geholt, das ist dann so eine Art Salzpräparat, respektiv Essig, mit dem Ajorolo präparieren. Da wird dann an dem Kessel so wenigstens 2 Stunden lang gekocht, bis das Kleid prall ist. Abgehangen wird dann noch für Dröschen zu lassen. Und direkt danach an den Tauchbad mit dem Farbstoff, den wir dann in dem Moment benutzen. Farbstoff, bei den lokal kann benutzen, sind zum Beispiel Heidelbeeren, da gibt es wunderschönen Muffel zu schrodenschen Ton. Dann kann ich in Petersilie schulen, da gibt ganz hell gering Fleisch, eventuell sogar groß, je nachdem wie ihr lang in einem Tauchbad mischt. Respektive auch innen oder Walnuss schulen, je nachdem was ihr geholt habt. Bisschen mit Nobelfarben, da gibt immer vom Indigo geschwärzt, respektive so bloget, respektive Safran für mehr Gelstoffe. Natürlich war das bei uns in westlicher Kultur, war die Firma von den Stoffen nicht gerade so weit, wie das am Orient der Fall war. Heute zum Beispiel der Stoff aus Indien, den wahrscheinlich zu dieser demolischer Zeit genauso gefärbt und präpariert ging, als wie den heute modernen Stoff. Das nur mit Indigo, der Blaustoff, wie ich wie gesagt habe, an Purpur von der Purpurschnecke den Extrakt gewonnen. Einmal darf nicht den Feiergeil. Oh, mal an. Das dann, wie gesagt, nur an die gefilterte Farbextrakt dran machen, auch eine halbe Stunde, vielleicht 2, vielleicht 3-mal dran getaucht, bis man dann noch den Farbstoff kriegen, den wir wollen. Voilà, hier sind wir und ein bisschen mehr Karaspekt, mehr Rächern auf dieser Platz. Die eine Seite ist ein bisschen schon das skandinavische Prinzip, wie der Fisch gerächert ging. Und auch noch gerächert wird. Da ist immer eine negative Richtung mit ein bisschen Holzpulen drin. Und der Fisch bleibt dann den ganzen Tag da, bis das ein Aroma vom gerächerten Holz kriegt. Das ist hier in dieser Hinsicht. Hier ist ein bisschen dasselbe, das ist dann ein Trichter. Den Hurlass, also Baumstamm, den Hurlass, da hängen 2 Fische dran, die selben Fische, die da hängen. Und die gehen auch negativ gerechert von innen, ob die mehr westeuropäische Art und Weise mit Pellets, das heißt Seemehl, wo man selber gemacht haben, aus kleinen Nüssen. Das war es. Das hängt noch den ganzen Tag da, bis das gerade ausfixiert ist.